Herr Bayer, die Mitarbeiter in den Unternehmen sind ja gewohnt, dass mit Versicherungslösungen gearbeitet wird. Wie der Name schon sagt, dann fühlen sie sich eben sicherer. Wie sieht es aus mit den Modellen, wo mit Innenfinanzierung gearbeitet wird, wo das Geld im Unternehmen verbleibt, noch dazu zur freien Verfügung des Unternehmers? Wie ist da der Insolvenzschutz geregelt? Für den Mitarbeiter ist natürlich von ganz wesentlicher, ganz fundamentaler Bedeutung, der Insolvenzschutz ist immer Kraft Gesetzes vorliegend. Also der Mitarbeiter kann nie Geld verlieren. Dahinter steht der Pensionssicherungsverein. Pensionssicherungsverein mit zigtausenden von Trägerunternehmen und mit Millionen von Arbeitnehmern, die hier gebündelt sind, der kollektiv im Insolvenzfall einen Ausgleich verschafft. Das Ganze mit Rückwirkschaft durch die Bundesrepublik Deutschland. Also ein höherer Insolvenzschutz ist in Deutschland in der Form nicht darstellbar. Für Geschäftsführer, für Unternehmer stellen wir den Insolvenzschutz zivilrechtlich dar. Arbeitnehmer haben den Gott sei Dank Kraft gesetzt und das ist ganz sehr wichtig